Als ich die wilde Hatz hörte, da schlug mein Herz so schnell, du kannst es dir kaum vorstellen. Ich hörte ein abscheuliches Geräusch, ein Jagdhorn, das so klang, als käme es direkt aus den Tiefen der Niederhöllen. Firon wird's bezeugen können, ich rannte so schnell ich konnte wieder nach Süden. Ich wusste schon damals, dass unsere Chancen, die Eishexe Glorana zu töten, schlecht standen, aber nur ich kannte mich in der Region gut genug aus. Die Geweihten und Kriegerinnen aus Festum, sie mussten doch geführt werden. Bei Rondra, ich bin kein Kämpfer, aber ich schwöre, ich wollte aus der Ferne mit meinem Bogen mein Bestes geben. Aber als dann die Unkreatur aus Eis in einer Rotte auf mich zulief und klagende, eisige Schreie ausstieß, da verkrampfte sich alles in mir, mein Magen, meine Seele. Mir wurde schlecht und dann lief ich weg. Nichts hielt mich dort, Kampfeslärm, Schreie. Metall auf Metall und dieser grausige Klang, diese knackenden Geräusche, von denen ich immer noch nicht weiß, ob's jetzt das Eis oder ob's die Knochen meiner Gefährten waren. Ja, ich schäme mich. Schuldig bin ich, schuldig der Fahnenflucht. Hätte doch dabei bleiben müssen. Aber mein Wille war durch die Dämonen aus Eis gebrochen. Sie trieben mich an, ich rannte und sie verfolgen mich immer weiter, selbst jetzt, nachdem ich ihnen entkommen bin. Verfolgen Sie mich in meinen Träumen! Erster Dravia, 1028 nach Bosmarans Fall. Um euch herum wuchert das wilde Herz der schwarzen Varunkai. Abwechselnd tot und lebendig pulsiert die Wildnis um das Herz der Albtraumpyramide von Rassasur. Ihr hockt abgekaut im Dornicht und könnt vor euch die Nivesen und Fjarninger hören. Hinter euch spürt ihr die bohrenden Blicke der Kamanti. Ob sie euch gewittert haben, wisst ihr nicht, aber sie starren mit eiskalten Augen in eure Richtung. Die Zauber von Abelmir und Isarun müssen wirken, sonst seid ihr eingekreist. Ein Spiel am Rande der Niederhöllen von Belshirash. Im Saum des Untods und auf ewig gehetzt von Baal Syras oder Nagara. Nagrach, Jäger der Verdammnis, der dessen Pfeile immer treffen, siebenmal verfluchter Fürst von Frost und Kälte. Verführer zur Gnadenlosigkeit und zur Jagd Verfallenen. Wir schreiben den ersten Leugramot, im Namen der dunklen Mutter, 7 Jahre nach der Befreiung von Varum. Verrat und Tücke sind auf der Seite des Glücklichen, doch auf welcher Seite ihr steht, entscheidet sich jetzt. Während der Wagen näher und näher kommt, könnt ihr erkennen, wie einer der Jäger, der Kundschafter, stehen bleibt, seine Perschirashim in den Himmel schickt und schaftet. Er dreht sich um zu den anderen und ruft: Tu den Anze, Tele, Esse, Eole, Va in Henk, Ie, Va an Mü, Eus, Yuku, Mu, Gule, Wieder Theme. Woraufhin einer von den anderen ihm entgegenruft: Jaka, A. Und der Wagen weiter rumpelt. Okay, die Fjarninger sitzen teilweise auf dem Wagen, das sehe ich richtig, ne? Fjarninger sitzen links und rechts. Ja, ist ein Fjarninger, links und rechts neben dem Wagen laufen welche. Und auf den Karren vorne sitzt noch eine Nivesin, weitere Nivese und eine weitere Bar. Genau. Okay, also mir ging es jetzt auch wirklich um die beiden hier. Genau, also mir ging es um die beiden Hoshis da, die da wirklich auf dem zweiten Karren sitzen, ne? Die sitzen da vorne auf dem zweiten Karren. Mhm, alles klar. Ich würde sagen, ich schaue Rafin mal an, so von wegen, sollen wir? Können wir eigentlich sehen, was genau die einzelnen Karren geladen haben? Also sind auf beiden Fässer oder ist einer wirklich der Fässerkarren und der andere irgendwie sonstiger Ramsch? Also ihr könnt es nicht genau identifizieren, was das ist. Ihr hofft, dass es Teriak ist. Zumindest war es angekündigt als Teriak. Es stinkt aber auch unglaublich nach Fett, nach Tran und so ein bisschen wahrlich. Ihr habt ja schon Erfahrungen bringen können, dass es hier wohl viel Walfleisch in der Umgebung gibt. Vielleicht habt ihr ja auch klären können, jetzt wo das Ganze herkommt. Ich blicke Isarun an. Erst Magie. Dann töten.
Ich fange an, einen Ignisfero zu sprechen. Muss mal gerade gucken. Ich würde den einmal verkürzen. Dann würde er, ich glaube, 4 Aktionen dauern. Was euch auffällt, die Kamanti sind ja in einiger Entfernung vorgelaufen, sind jetzt allerdings stehen geblieben an genau der Stelle und auch mittlerweile habt ihr die Spur von dem die Wesen mit den beiden Perscherashim auch verloren. Das ist also wohl irgendwo im Unterholz verschwunden. Zumindest sind die Kamanti nicht mehr auf dem, oder Kamanati nicht mehr auf dem Weg in Richtung Süden. Gehen dort immer noch. Ich würde meiner Kuhle ganz leise und vorsichtig meinen Säbel ziehen. So, dass er kein Geräusch verursacht. Ein letztes Mal rattert und rumpelt der Wagen über die Kreuzung. Ihr wisst, dass genau an der Stelle sich der Ghoul-Tunnel befinden muss. Wenn ihr was tut, dann jetzt. Also sobald ich mit meinem Zauber fertig bin, das musst du mir natürlich sagen mit dem Timing, würde ich den auch loslassen wollen. Gut, dann beginnst du mit deinem Ignisfero die Kampfrunden. Alles klar, dann würfel ich direkt mal. So, Initiative haben wir schon. Das bedeutet, du öffnest den Kampf in der nullten Kampfrunde. Gleich danach springen wir auf die erste Kampfrunde. Und es beginnt. Das sieht gelungen aus. Ja, gelungen schon. Genau, also die plus 3 kommt ja durch die Verkürzung her. Dann habe ich 7 ZFP durch 2, das sind plus 4 und dann kommen 5 W6. 5 W6, Ziel, welches Ziel? Die Schablone kann ich bewegen? Nee, kann ich dir aber hinziehen, einfach wo das Zentrum sein soll. Hier etwa. Also ich möchte auf jeden Fall diese 3 mitnehmen. Ja, kurzer Hinweis von mir. Wenn der Wagen getroffen wird, explodiert nicht nur das Walfleisch bzw. der Tran, sondern quasi auch das Teriyak. Okay. Von was wird der Wagen eigentlich gezogen? Von diesen? Von Eisgulen bzw. untoten Leichnamen, die sehr vollgeistig und verkrustet sind. Ja, dann ist es natürlich sinnvoller, das hier vorne hinzulegen. Also ich würde dann halt schon gern die beiden Leute mitnehmen, also die zumindest halt ankokeln. Aber dass die Eiskuhle auf jeden Fall ja halt mit dabei sind. Gut, sind 3 Meter Entfernung, die du dann dafür abziehen müsstest. Pro Meter Abzug wäre es ein Würfel weniger, und zwar der höchste, ne? Nee, der niedrigste. Der niedrigste? Mhm. Ich muss gerade mal schauen, was die Draugere an Lebenspunkten haben. Die Draugere haben einen Rüstungsschutz von 6. Und 20 Lebenspunkte. Gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel. Das ist richtig. Und das würde für den Ignisfero zumindest nicht reichen. Vor allem, weil die vermutlich feuerempfindlich sind. Eis und Feuer, meinst du? Nee, Eis und Feuer sind ja gar keine gegensätzlichen Elemente. Stimmt ja, sorry. Gut, die Draugere verlieren. Der Rüstungsschutz ist in dem Fall nicht egal. Wir ziehen einmal 6 Punkte ab von den 19. Hattest du da einen Bonus mit drin? Ja, hattest du. Genau. Und es gibt noch natürlich auch den sekundären, den elementaren Sekundäreffekt. Bei mehr als 10 erlittenen TP sinkt der Rüstungsschutz entsprechend dem Ignifaxius-Zauber. Also halt um 1 pro 10 volle, glaube ich. Gut, dann ziehen wir die beiden untersten Würfel ab. 3 Meter hatte ich gesagt, ne? Die 1, dann sind wir noch bei einer 17 und die 4. Dann haben wir 13 Schaden, die auf die beiden Fjarnänger gesprochen wird. Die haben einen Rüstungsschutz von 5. 13 minus 5 sind 8 TP, die sie verlieren. Kann ich da unterbrechen? Ja. Mit Initiative ist es ja so, ich sehe die Fjarnänger dann. Achso, die sind alle hier drin, oder? Die sind alle bei der 15. Genau, die sind alle auf der 15. Dann möchte ich jedoch für die Wesen mal unterbrechen, die da drauf sitzt. Und die war schneller als die Magierin. Ich würde gerne einen Hechtsprung hinten in den Wagen reinmachen. Ausgezeichnet. Aber ist sie überrascht? Gefahreninstinkt. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. 3W6 für den Gefahreninstinkt. Die das 19, sieht nicht so gut die aus. Die 19 ist dabei. Da müssten wir mal gucken, auf den. Worauf wird Gefahreninstinkt gewürfelt?
Also auf welche Attribute? Sekunde. Das könnte jetzt schon mal spannend werden. Gabe, nicht wahr? Das ist eine Gabe, ja. Genau. Zur Not kill in ihn. Intention ist zweimal dabei. Aber ich weiß es nicht genau. Im WDS steht's nicht. Ja, sonst nehmen wir einfach mal Klinnern. Ich finde das okay. Sonst auch irgendwas. Wie die Helden ist eine Gabe, glaube ich. Meine, ist eine, ja, das ja. ist eine Gabe. Also, wenn sie hat eine Intuition von 15, dementsprechend ziehen wir 4 Punkte ab und sie wird. Es ist Klinnen. Ja, okay, dann reicht das definitiv. Also, sie wird irgendwas geahnt haben. Sie wurde ja auch gewarnt von ihrem anderen nivesischen Freund, der jetzt verschwunden ist. Dementsprechend, ja, ist drin. Damit ist die Kampfrunde durch. Wir müssen gerade nochmal bei der anderen Fjarnigerin 8 Punkte abziehen, beziehungsweise 13 minus die Rüstungsschutz sind 5. Dann ist sie bei Rot 34 LEP. Erste Kampfrunde. Die Ghule sind noch nicht da. Der Elementar ist noch nicht freigegeben. Deutax, möchtest du ihn jetzt freigeben? Ja, ich würde jetzt Dornwart anrufen und also ich fasse in der Aktion in meinem Schlangenring. Konzentriere mich auf die Präsenz von Dornwart und spreche, erfülle mir meinen Wunsch. Gut. Den Wunsch hatte ich ja davor schon formuliert. Ja. Ja, alles klar. Dann hast du schon eine Eigeninitiative gewürfelt? Nee, ne? Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, gemacht. Sieh zumindest dich nicht auf der Ini-Leiste. Ja, warte mal, dann würfel ich gerade nochmal schnell eine Ini. Ich weiß sie nämlich tatsächlich jetzt nicht mehr. Ja, einfach mal würfeln. Ja, dann hatte ich schon positioniert. Da. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber das Rufen dauert sicherlich auch eine Aktion, damit wäre ja, die schon mal durch. Genau, auf jeden Fall. 13. Ja, dann bist du gleichzeitig mit deinen Elementaren dran. Nehmen wir einfach den Elementar-Token auf der 13. Die Fjarniger sind dran auf der 15. Was wollen ich die Fjarniger? Ich möchte okay. Ja, dann offenbart sich dann natürlich auch am Straßenrand. Hebt seine goldene Hand an und ruft immer mal laut über die Straße. Fürfahrer, Preios spricht! Der soll verblendet sein, der geblendet ist! Damit sind die zwei Aktionen durch und der Blendstrahl aus Alvaran fährt auf seine Feinde hinüber. Ja. Öffnen wir den noch kurz aus? Das ist am schnellsten, ne? Ja, noch der 24 ist aktuell, noch am schnellsten, ja. Alterkampf-Ini, mein Boy. Gut, wir hatten die Erschwernis bereits bestimmt, die war insgesamt plus 1, würfen wir also. Und sehen wir uns das an. Und damit geht der Grad 2 Blendstrahl auf bis zu 10 Ziele hernieder. Die ich mir jetzt kurz aussuchen werde. Sehe ich die Frau, die zwischen die Fässer gehechtet war, noch? Aktuell nicht, nee. Gar nicht? Nee. Okay, dann nehmen wir diesen Mal war 2, 3, den. Ich nehme mal ein paar Tiere auf der Mitte. 4, den hier, 5. Mhm. Und was sehe ich denn noch so? Die Perschirashim sieht man nicht mehr, nicht wahr? Perschirashim siehst du nicht, den Nivesen siehst du nicht. Und dann nehme ich noch die 5 Kamanate hier mit. Darfst du die nehmen als Dämonen? Natürlich. Okay. Es geht übrigens nicht gegen MR oder so. Nicht, dass hier. Ja, um wie viel sinkt die Ini? Lass mich kurz nachschauen, damit ich jetzt kein Blödsinn erzähle. Ich habe es natürlich aufgestuft. Von damit. P auf PP? Richtig, da durch die Aufstufung von Gardans auf Grad 2 steigt automatisch die Wirkung. Also statt LKP-Stern halbe haben wir jetzt LKP-Stern halbe plus 5. Um so viel sinken übrigens auch alle seine Fernkampfproben, Zauber, Talente. Und wie beim Blitz werden dieser Wert auch gleichmäßig von seiner HT und PA abgezogen. Das ist auch also 5 plus 5, 10 Punkte. Auch die MR? Oder sind die nicht? MR ist kein Kampfwert. Okay. Ich hätte ja sein können, das wegen Praios. Das wäre cool, aber nein. Praios würde wohl eher MR stellen. Steigt denn auch die Wirkt- bzw. die Ritualdauer beim Aufstufen? Natürlich nicht. Okay, gut. Wir sind nicht in den dunklen Zeiten, wenigerweise. Die Wirkungsdauer beträgt LKP Stern Kampfrunden. Also 10 in diesem Falle. Gut, dann müssen jetzt die Kamanati handeln, und zwar die auf deiner Seite. Ihr werdet aktuell abgeschirmt von einem Schleier der Unwissenheit. Der ist nicht so gut wie der von Isarun. Auf einer 1 bis 3 entdecken sie euch. Das sind 5 Stück. Würfeln wir einfach mal. Auf deiner Seite? Ja, auf deiner Seite. Die müssen jetzt handeln, die anderen noch nicht. Das ist Rot plus 11 schaffen, oder? Ist ja klar. Nee, geteilt durch 3, weil das keine Eigenschaftsprobe, sondern eine Talentprobe ist. Beziehungsweise andersrum, weil es keine Talentprobe, sondern eine Eigenschaftsprobe ist. Sie haben nämlich nur die 7, auf die sie normalerweise würfeln. Und dann mache ich eine 7 minus 4, sind noch 3. Keiner von euch wird aktuell entdeckt. Kann ich nur kurz dazwischen schmeißen? Die von einem Blendstrahl geblendeten, können wir die kurz markieren, also deren Token? Ja, kannst du denen irgendwie eine gelbe Aura geben? Können wir auch machen. Die bekommen eine gelbe Aura. Wir können denen auch einen Zustand geben. Das geht auch. Zustand, verschiedenes.
Machen wir mal einen blind. Gut. Lass dir dann irgendwann durcheinander springen. Die Fjarniger sind mal die Wirkung markiert. Die Fjarniger sind dran. Die Fjarniger sind dran. Die würden sich gerne, den sehen sie denn. Da vorne ist dieser Djinn jetzt, oder? Mhm, genau. Okay. Dann würden auf jeden Fall da vorne auf jeden Fall jemand Richtung hier runter gehen. Mhm. Die beiden hier möchten gerne auf diesen Djinn einen Sturmangriff starten. Die anderen sich orientieren oder so. Ich weiß nicht, was sehen die schon euch versteckt oder? Sieht auf jeden Fall jetzt Jalan an mit seiner gleißend leuchtenden Hand, der oben auf dem Hügel steht. Okay. Ja, also Jalan ist definitiv zu sehen. Ich denke, von Isarun kann man glaube ich nur sehen, wo der Ball herkam. Genau. Irgendwas muss da sein. Kurze Frage, dieser eine, der da weggerannt ist, steuere ich den auch und steuere ich auch diese... Kannst du beide steuern, ja. Kann ich beide steuern, okay. Weil dann hätte der wahrscheinlich irgendwie sein... Achso, der ist ja noch nicht... Er kann ja unterbrechen, ne? Hätte der wahrscheinlich irgendwie mit dem Bogen geschossen. Kann er machen. Oder ist das jetzt zu spät? Und doch, klar, kann er gleich machen. Auf Jalan tatsächlich. Fangen wir erstmal mit den beiden hier an. Okay. Sturmangriff auf den Dornwart. Hm? Die Attacke hast du... wie viele Punkte werden abgezogen? 10? 5. Alles klar. Dann ist das eine 9er Schwerte. Genau, mit dem Sturmangriff. Okay, das heißt 2 mal auf die 10. Dann kannst du aber mal auf die Attacke würfeln. Zweimal. Frage an Boltag. Der Elementar irgendwie als kleiner Gegner? Ist im Nahkampf, egal. Im Nahkampf ist es tatsächlich nicht egal für Tiere und andere Wesen. Also dieser Hundsgroß etwa, Elementargeister. Ich weiß nicht, ob Hundsgroß schon als klein zählt, ist jetzt nicht wichtig. Klein würde ich sagen. Gut. Unter Mittel. Der Patzer ist definitiv schon mal bestätigt. Er stolpert und verliert weitere Initiative. Und Dornwart bekommt einen freien Passierschlag. Ja. Korrekt. Kann Boltag schon mal würfeln. Ja, dann muss ich einmal kurz nochmal... hinten gucken, wie viel der an Attacke hat, oder hatten wir die Attacke von allen gleich gemacht? Ja, kannst meinetwegen auch auf gleiche Attacke würfeln. Ich glaube, der hat sowas wie eine Attacke von 10 oder so, ne? Nicht viel. Rankenangriff, Attacke 12. 2W6 plus 1. Schauen wir mal. Ja, würde treffen. Nee, wenn es eine 12 plus 8 ist, dann nicht. Weil es ein Passierschlag ist. Ach so, ja, stimmt. Gut, die beiden stürmen an und die 3 müsste geschafft sein. Dann kann ich 3 Schaden machen. Okay, dann... Sturmangriff. Der wird sicherlich jetzt draufgehen. Plus 4 plus halbe GS. Ich weiß nicht, Resistenz gegen profane Waffen könnte da regeln. Ja, sind plus 4 plus halbe GS. Was hatten die für eine GS? 8, ne? 17, dann noch die 8 raus, aber 25. 25 halbe, weil sie eine Resistenz gegen profanen Schaden haben, ist er tot. Ja, richtig. Armer Dornwald. Dornwald ist tot. So, die Fjarninger haben da gehandelt, dann haben wir hier oben noch einen. Der hatte erstmal sich nur positioniert. Was tut denn sonst? Der orientiert sich. Kann er sich orientieren, ja, ne? Hier steht nicht, dass es nicht darf. Wenn wir es wie ein Blitz handeln, dann nein, ansonsten ja. Ja, steht nicht dabei. Beim Blitz steht es auch nicht dabei, wenn ich mich nicht täusche. Doch, dürfen sich nicht nur orientieren. Okay, dann darf er sich orientieren, wie er lustig ist. Ich meine, den Abzug kriegt er trotzdem nicht wieder, aber... Können die auch so einen Zustandsmarkierer bekommen, wenn die geblendet wurden? Ja, super, guter Hinweis. Dann bekommen die den Zustand Blind. Das ist Immobil. Der ist schon blind. Ja, ich wollte gerade sagen. Kannst du mal dem oberen nochmal bitte wegnehmen oder geben? Die ist auch blind und der andere. Achso, genau. Machen wir erstmal mit der weiter. Können wir auch gelb machen? Leider nicht. Wir können die auch gelb machen. Wenn die eine andere Aura bekommen sollen, ja. So, Lektor, was macht sie? Jawohl. Die klopft sich das brennende Hosenbein ab und wird sich ebenfalls orientieren. Auf welcher Inib sind wir gerade? Entschuldigung für die Zwischenfrage. Aktuell auf der 15. Ja, ich möchte gern vorziehen. Ja, kannst du gerne tun.
Und zwar hat sich die Frau, die sich auf den Karren gehechtet hat, kann ich die sehen? Habe ich Blickkontakt zu der? Noch nicht, weil sie noch sich weiter nicht bewegt hatte. Kann ich den Typi da hinten sehen, Kervo? Diesen hier? Nein. Okay, dann möchte ich nur diesen Svartjok blitzen. Okay. Wo habe ich denn den Blitz? Wer ist es gerade von den Spielercharakteren? Darf ich das noch erzählen? Du hast es doch schon in die Sphäre gemacht, ne? Nee, wir sind in der nächsten Kampfrunde. Achso, wir sind schon wieder im nächsten. Also sie hat in der 0. Kampfrunde, also sie hat angefangen, wir sind in der ersten Kampfrunde von vorne ganz normal an. Okay. Vorgezogen. So, was für eine MR hat der Paktierer? R von 8. Jawohl. Ja, kommt da durch. Dann habe ich 7 ZFP Stern. Was möchtest du? Nee, ich guck bloß. Ich bin ein bisschen überlegen. Sehr viele NPCs. Mhm. Genau, du müsstest ihm ja halt jetzt 18 Inni abziehen und die 7. Mhm. Okay. Und die 7 Punkte, also die 7 ZFP Sterne, die ich habe, die müsstest du von Attacke und Parade abziehen. Also relativ gleichmäßig, und falls halt ein Pünktchen überbleibt, in dem Fall halt von der Attacke. Und außerdem sind die ganzen Proben auch um die ZFP-Sterne, also die 7 Punkte, markieren uns erschwert. 7 Sternchen. Wie gut, dass er einen Zauber vorbereitet hat. Wie viel Inni hat er denn? 21 hat er ja eben. Aber dann verliert er 18. Wollte ich gerade sagen, dann ist er jetzt durch. Er ist bei 3. Ja, dann hat er doch 10 durch den Blendstrahl verloren, oder nicht? Yep. Wurde der auch geblendet? Ja, der wurde auch geblendet. Stimmt. Okay, weil der hatte gar keinen Markierer. Dann hat er nämlich keine Idee mehr. Aber er ist gelb. Ich glaube, er hat keinen Markierer, weil da unten jetzt der Ding schon drüber liegt. Okay. Stimmt. Dann kann er nur noch reagieren, aber nicht mehr agieren. Er darf im Ring, wir haben das in Punin falsch gemacht, er darf im Ring nicht mehr umwandeln, wenn er unter 0 Inni ist. Ich habe das nachgeschlagen seitdem. Gut. Aber er kann trotzdem noch gespeicherte bzw. Zauber, die er vorbereitet hat, kann er natürlich dort loslassen. Naja, erstmal muss er eine Selbstbeherrschung, um die Störung schaffen. Also erstmal eine Selbstbeherrschung erschwert um die 10 vom Blendstrahl und dann nochmal eine Selbstbeherrschung erschwert um die 18 vom Blitz. Okay. Aber ich glaube, Blitz nur ZFP Stern vom Blitz, sorry. Zauber ist vorbereitet. Also nur um 7. Gut, dann würfeln wir doch mal einfach eine Selbstbeherrschungsprobe, ob er das schafft. Ja. Wieder 3W20. Willst du das machen? Soll ich das machen? Ich habe die Selbstbeherrschung nicht eingetragen. Nee, einfach 3W20 nehmen, also... 3W20, okay. Genau, dann schauen wir mal auf die... Das schafft er nicht. Das sieht nicht so gut aus. Das heißt, er ist erstmal geblendet und kann den Zauber nicht loslassen. Das war jetzt für den Bandstrahl, oder? Das war für den Blendstrahl. Wenn es ein Bandstrahl wäre, wärst du jetzt schon tot. Achso, ja, Blendstrahl, okay. Gut, das war die 0, weil er jetzt komplett runtergeblitzt worden ist. Dann haben wir noch... noch eine Aktion dann, ja. Nee, Moment, er hat noch Initiative, oder? 0 hat Nein, er aktuell. Hat er nicht. Hat er nicht, ist jetzt komplett weg, ja, leider. Das ist eine Aktion hat er noch. Ja, das war ja der Zauber, den du gerade nicht mehr durchgebracht hast. Genau, das war die Selbstüberraschungsprobe, ob wir die noch aktivieren können. Ja, aber du hast einen Fjarniger unten irgendwie Büsch, oder? Nee, wir haben noch 2 Fjarniger. Iserun hatte kurz unterbrochen. Die beiden dürfen sich noch orientieren. Was war denn die maximale Inni von den beiden? Ich weiß nicht mehr, was du gewürfelt hast. Die Fjarniger haben eine Inni von 10 plus 1W6. Das heißt, sie steigen auf die 15. Zumindest diese beiden. Das heißt, sie fallen wieder auf die 5. Ne? Und dann Strahl gilt ja noch. Also auf die 6, sorry. Genau, wir sind geblendet, nicht geblitzt. Du kannst die Erschwernis ja nicht wegorientieren. Achso, gut. Ja, also wir haben uns durch, genau die Formulierung darauf, richtig, durch die Formulierung sind darauf gekommen, okay, sie können sich trotzdem orientieren, aber sie können die Erschwernis dadurch natürlich nicht abbauen, weil dann wäre es ja wertlos. Blöd. Okay, dann haben wir noch Kervo. Kervo kann schießen. Und wir können gerade mal für die beiden Perschierer-Schirmen auch nochmal schauen. Ich meine, kann er uns denn sehen? Denn wir sehen ihn nicht. Ja. Warum? Zumindest dich und von Iserun weiß er zumindest grob, wo sie sich befinden könnte. Wie warum? Warum? Weil er euch gerochen hat. Ich habe gefragt, kann er mich sehen? Ich kann er mich riechen. Sprichst du Nivesisch? Okay, gebe ich dir. Ich glaube aber nicht, dass er mit einer 19 getroffen ist. Die beiden Perschirasch können zumindest die alle 6 Helden nicht erkennen. Was tut Kervo? Er würde gerne auf. Ich möchte gerne auf Jarlan schießen.
Dann auch noch, das ist eine Entfernung von... Würfel erstmal, der hat eh so ein Angriffswert, wenn du eine 5 würfelst, ist eh egal. Genau, Entfernung ist aktuell 20 Schritt. Wenn wir uns gerade nochmal angucken, die beiden Perscherer fliegen, wie gesagt, hin und her. 13, ich denke, der dürfte durchgehen auf jeden Fall. Ich wollte auch kurz sagen, er ist nicht geblendet. Ja, du stehst. Der geht durch, du stehst, ja. Vermutlich, ja. Nicht geblendet, genau. Dann kannst du noch einen... Achso, der schießt nur einmal, ne? Ja. Dann gib uns mal die TP. Ansage auf Körperteile hattest du nicht gemacht, ne? Hatte ich nicht, da kommen aber noch 5 drauf. Und eine Trefferzone. Genau, eine Trefferzone. 8. 8 in den Brust. Beziehungsweise, das war ein Kompositbogen, ne? 20 Schritt ist... Habe ich noch eine Reichweite, kommt noch einer drauf, tatsächlich. Also 9 Trefferpunkte. Ja, es gibt einen Schaben von Metall auf Metall, dann ein leichtes Splittern, dass der Pfeil wirkungslos an Janans Rüstung abprallt. War das ein Unverwundbarkeitselixier, ne? Das auch, ja. Gut. Dann sind wir auf der 16, aber mir. Gestehst du mir zu, dass ich in der letzten Kampfrunde den Zauber schon teilweise vorbereitet habe? Welchen Zauber? Den Umbra Porta Schattentür. Wie viele Aktionen? 3 Aktionen. Ja, du weißt, oh ja, wo, du weißt, wann und wo die Fall von Poltax ausgelöst wird. Mit Isarons Ignisfero konntest du nicht rechnen, aber ja. Gut, dann würde ich den Umbra Porta mit einer Reichweitenvergrößerung aussprechen. Dabei rufen. Ach, Mats. Ikaduktak. Kutak. Und würde die Reichweiten ist plus 5 ZTP halbiert für Gilmarja, also plus 3 Probe. Mhm. Ist jetzt wer? Das ist Abelmir. Thomas Abelmir ist. Ja, okay. Alles klar. Und er ist gelungen. Ja, das ist jetzt ein mehrmaliger Sprung oder ein einmaliger Sprung? Ein einmaliger Sprung von Schatten zu Schatten. Ich denke mal, der Feuerball hat einen mehr oder weniger großen Schatten hinter diesen Svantjok erzielt. Svantjok von Tistjafjuks, wie er heißt. Ja, also du möchtest in den Wagen springen? Oder? Direkt hinter ihn. In den Wagen rein oder dahin, hinter den Wagen? Wo ist denn der Schatten von dem Svantjok? Also wahrscheinlich in Richtung du, weil ich stehe ja hier. Ich gehe auch dahin, direkt hinter, wo ihr rumkommt. Nee. Es geht darum, wo die Explosion war. Die Explosion sendet das Licht dann dahin. Geht nach hier. Also du musst ins Feuer springen. Ich habe eine Reichweitenvergrößerung von 21 Schritt, wie gesagt, jetzt. Ja. Und ich würde dahin ziehen. Kann ich jetzt noch unternehmen? Das hat dich... Wie schnell ist deine Bewegung? Der steht gleich da. Das ist ein Schattensprung, wie gesagt. Es hat eine Reichweite. Nee, dann kostet dich das eine Aktion Position und dann zusammen mit dem abgeschlossenen, mit der letzten, also 3 Aktionen. Du hast angefangen in 1 und 2 und jetzt ist es auf der ersten Aktion. Also hast jetzt genau abgeschlossen mit einer Aktion Position, stehst hinter ihm. Also ich trete in meinen Schatten hinein und aus seinem Schatten wieder heraus und stehe dort mit einem Säbel in der Hand. Okay. Aber mir ist durch. Auf der 16 haben wir gerade keine Fjaninger mehr, ne? Wir haben alle gehandelt, beziehungsweise sind alle geblitzt und geblindet, ja. Dann Isarun, 18, hat er eine. Bitte? Ich habe ja schon vorgezogen. Ich habe noch eine Aktion, die ich halt in der zweiten Phase durchführen möchte. Ich muss gerade mal überlegen. Die Fjaninger sind sonst alle weg, ne? Hatten wir nichts mehr.